Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Emergency 4. Was Und ist denn daran ja, neu? ich weiß nicht, wir machen eine neue Folge. Und für mich ist das ja, irgendwie ich eine glaub, weitere Folge. Ja, kann man so oder so sehen, ne? Naja, mit welcher Mod wir spielen, muss man eigentlich, glaube ich, auch nicht mehr sagen. Da wir eigentlich nur noch mit der Bieberfelder-Modifikation spielen. Oh, jetzt habe ich es gesagt. Was wir noch sagen müssen, ist, Timo ist zu blöd, sein KTW richtig zu koordinieren. Genau, der Timo ist auch wieder dabei und er stürmt mit seinem KTW dauerhaft falsche Häuser. Ich hoffe mal, jetzt hat er das Richtige gefunden. Ach ja, alles klar. Würde ich dir mal aufhören, mich die ganze Zeit zu beschatten? Ich bin mal jeder Boss, ey. Wir müssen auch gucken, wie du arbeitest, Mensch. Ist klar. Habt ihr selber nicht irgendwie ein Feuer oder so? Nö. Scheiße. Unser Feuer brennt nur für dich. Oh, Florian. Felix, ja? Vorhin brach ein Feuer aus. Hinterm, Nein. Hinterm Gerätehof brannte der Gefahrgutanhänger. Oh. Bei der Feuerwache 1 auf dem Hof, der. Das war lustig. Wo war ich denn da? Da warst du noch nicht da. Also, war das Game, was wir noch ohne dich gemacht haben. Ohne mich? Wie könnt ihr sowas tun? Ja, weil du mir ja nicht zurückschreibst. Ich habe nur noch 2 Brötchen von 10 über. Ich esse die ganze Zeit nebenbei Brötchen. Ich weiß nicht, wieso ich so viel esse. Ja, weil die langweilig ist. Ja. Alter, dass du nicht fett wie eine Qualle bist, ne? Quallen sind nicht fett. Fett wie ein Pottwal. Ich mach genug Sport. Habt ihr das mit dem Pottwal in Duisburg mitbekommen? Was denn? Die Attrappe oder was? Ja, genau. Also, ja. Aus irgendeinem Kunstprojekt oder so, das sah wirklich aus wie ein echter. Ja, das sind auch so, hä? Felix, übernimmst du? Mir ist egal, ist Timos Sache da unten. Nee. Okay, RTW und NEF fahren. Halef rollt ebenfalls. Halef? Vorhin war die Tür verschlossen. Ich hab doch sonst auch noch einen Halef bei mir stehen. Ja, aber ich will fahren. Weil Florian fährt grundsätzlich immer sein HLF von ganz oben nach unten rechts. Und ist teilweise vor den anderen immer da. Was ich sehr skurril finde. Aber ich sag mal so. Was machst du? Stummer Alarm? Ne, wieso? Willst du keine Hupen haben? Fällt mir gerade so auf. Ach, für die paar Meter ist doch nichts auf der Straße los, Mensch. Na und? Du müsstest laut Kamera müsstest du in das erste Haus. Mhm. Oh, Alef ist gleich da. Konferenz oben. Felix, das höre ich! Das wird knapp. Turbo. Kann ich gerne übernehmen. Oh, wenn du magst. Mach ich. Hab ich irgendwas getan, wenigstens. Ja, Florian. Großalarm zur Türöffnung. Fahrzeug 21. Ja. Ich bin unterwegs. Alter, verdammt. Also eigentlich müsste das Haus mit C-Fix aufgehen. Dazu habe ich eine Axt in der Hand. Ne, mit einer Axt könntest du die Tür ja jetzt schon öffnen. Was heißt C-Fix? Außerdem hast du ein Heiligentool in der Hand. Na und, das ist das beste Werkzeug. Was machst du da? Tür auf. Essen. Fahrzeug 21. Oh, alles, Alter, für eine scheiß Tür. Fahrzeug 21. Ich war sogar noch schneller, obwohl Mainz erst kam als. Hallo, Mainz muss auch 3 Kilometer mehr fahren. Und jetzt müsste oben bei dir eine Gasleitung explodieren. Das wäre richtig witzig. Ja, da könnte ich auch nicht mehr viel mit meinem HLF anfangen, weil der Brett ist schon. Oh, ich krieg das nicht. Was denn? Bei meinem Verletzten.
Ja. Was würdest du sagen von den beiden Gebäuden? Das rote oder das mit dem grauen Dach? Das mit dem roten Dach. Du musst von der anderen Seite ran und dann durch die Passagentür, Dings da. Egal. Durch den Rundbogen, der da ist. Fahrzeug 23. Fahrzeug 25. Fahrzeug 25. Ich höre das. Was? Nein, das was du mit mir so. Ding, ding, ding. Ich ja, hör Felix, das. Felix ist so ruhig geworden, da bin ich sofort runter zur Feuerwache gegangen und dann hörst du so ding, ding, ding. Warum steht da auf einmal ein RTW? Das ist ein LRF, falls zur Türöffnung. Oh. Fahrzeug 25. Höre. Ich denke ja mit. Ja, wird auch benötigt. Zieh oder Axt? Fahrzeug 25. Ja. Ich denke mal Axt. Also rein komme ich auf jeden Fall nicht. Ja, Axt kommt. Und solange du rauskommst, ne? Nicht über den NF wundern. Okay. NF. Ja, das, was da gerade vor meiner Waffe Wache rumjuckelt. 15. So, dann will uns wieder die Aufträge klauen. Merkst du das, Felix? Du, das ist immer so, ne? Auch wenn unten bei mir ein Verkehrsunfall ist, sein Rüstwagen ist immer vor ihm da. Jo. Was ist der Zustand? Ja. Kritisch. Ja. Wird umgehend durchgeführt. Bring ich die rüber zum RTW? Ja, dauert leider gerade ein bisschen. Warum? Die fahren hier gerade dreimal quer durch die Pampa durch. Einmal um Pudding. Pudding. Ey, ich esse Pudding gerade. Ja, bist du widerlich, ey. Ist voll geil, Junge, mit Cognac. Ja. Das ist ein richtig geiler Pudding. Müsstest du unbedingt probieren. Du wohnst ja am Arsch der Welt. Und im schönsten Norden, den ja. Und im besten Westen, Junge. Fahrzeug 25. Florian? Ja? Was hast du als Feuerwehr verfügbar? Alles? Warum? Zu wenig. Nur Wache 1 da oben, ne? Wache 2. Oder? Ja. Ha! Bin am überlegen, ob ich nach unten gehe und mir auch ein Pudding mache. Also, erste Situation könnte ich damit geregelt kriegen. Zur Not nehme ich mein Handy mit, alles klar? Ja, WhatsApp ist startklar. Okay, wunderbar. Dann bin ich gleich wieder da. Jetzt kommt der Einsatz, Atombombe schlägt in deine Stadt ein. Felix reagiert nicht, das wäre natürlich das Beste. Gerade kein Handyempfang in der Küche. Ding, der sitzt wahrscheinlich so im Kühlschrank drin, so vom Blei umschottet. Fahrzeug 21. Frag mich, ob der mitbekommt, was wir reden. Spätestens, wenn er sich die Aufnahme anguckt. Du kannst eigentlich einladen und ein Fahrzeug behandeln. Er ist mein Pudding, lass mich. Er ist dein Pudding. Wollen wir Felix mal ärgern? Willst du jetzt machen? Eine total panische Sprechnachricht reinschreien. Das kannst du gerne haben. So im Sinne von, Einsatz, alles brennt, gib Gas! Das wird ja uns nicht glauben. Könnten die eigentlich Gasleitungen machen oder so? Hm? Gasleitungen mit Waldbrandgefahr. Das wäre natürlich etwas. Felix, das Chemiewerk brennt! Wow, du hast hier echt eine Spanner gemacht, oder? Hey! Dann hörst du nur BAM 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 AAAAAH! Guck mal, mein NF steht da gut neben dir, bei der Wache. Moment, ich muss gerade Leute wegschicken.
will nur ein Baustellenfahrzeug, dann will ich mein NF. Da. Aber ich glaube, ich stelle der Bip-Tina hin. Auf dem Weg. Jo. Die hinter deinem Polizeimotorrad festhängt. Ich hab keine Ahnung, wo meine Sachen mittlerweile hier überall rumkurven. Also hinter meinem Polizeimotorrad hängt nichts fest. Doch, ein Notarztfahrzeug. Nein, da hängt nichts fest. Ich hab da nichts hinter. Ich kann dir sogar gerne ein Foto davon schicken. Klar! Wo? Nochmal. Jetzt ist es zu spät. Guckst dir meine Aufnahme an. Weißt du, wo meiner gerade... Wie kann man nochmal eine Markierung auf der Map machen? Steuerung und dann auf Karte drücken. Hier unten ist mein Motorrad. Ja, aber dein anderes Motorrad ist da. Ich hab kein anderes. Du hast zwei Motorräder. Ich hab aber nur eins draußen. Ach, da kurft es. Da. Da. Ja. Da ist es. Bei mir ist es da. Bei mir ist es jetzt auch... Ne, bei mir ist es jetzt... Bei mir steht es hinter einem Sixth-LKW. Bei mir ist es hier. So, ich muss mich jetzt um meinen Patienten kümmern. Hauptsache erstmal drüber diskutieren, wo das scheiß Motorrad steht. Spannendste Aufnahme ever. Auf jeden Fall. Amtshilfe, DLK-Alarm für Rettungsdienst. Bei. Oh. Ja, ich kümmere mich, Felix. Ich kümmere mich um den DLK-Alarm, du kümmerst dich um den Trauma nach Sturz. Fahrzeug 19. Fahrzeug 23. Jo. Ah, wir brauchen Felix nicht, wir schaffen das auch alleine mit einer Feuerwache. Eben. Eben. Halt, was, ne Koffer, geh da rein. Alter, das ist ja auch mies. Was denn? Und er filmt das alles! Wer? Der Kameramann in dem Hotel! Ich seh nix. Ja, das ist doof. Ach, ja, das Kamerateam da. So, ich wette mit dir, das kleine Kind da ist wieder tot. Bewegt sich nämlich nicht, ich höre nix. Oh, ich hab Black Screen. Bist du noch da? Moment. Läuft noch. Läuft noch. Gut. Läuft noch, Leute! Aber das Kind scheint tot zu sein. Nee, der Kopf bewegt sich nur, oder? Nee, nicht wirklich. Schade. Ich alarmiere schon mal. Tot. Jo, tot. 100% Deaths. Ja, das passiert, wenn man so doof ist. So scheiß Schaukel zu schaukeln. Wenn man sich das Genick bricht, Genick bricht. Kinder, wenn ihr das seht, geht nicht auf Schaukeln. Sie sind tot. Meidet Spielplätze, verlasst niemals euer Zimmer und bleibt vorm Computer sitzen. Das ist das einzig Richtige. Oh, klare Todesursache. Ziehen Sie die Polizei hinzu. Das könnte auch ein Mord gewesen sein. Das ist ein Fall. Liebe Eltern, falls ihr das jetzt seht, ich finde meinen Patienten nicht. Ach, oha, ich habe meinen Patienten gefunden, der liegt unterm Schreibtisch. Boah, Alter. Was war das denn jetzt gerade? Das klingt wie eine Atombombe. Will da nichts brennen. Selbst wenn, wir haben da ein Feuer. Ich sehe da nichts brennen. Fahr hin, dennoch. Fahrzeug 21.
verbrennt, glaube ich, auch gar nicht. Oder das Feuer ist noch in der Entwicklung. Ich schick da was hin. Hängt in deinem Polizeiauto fest. Wo? Ach da. Bei mir so durch. Ich überprüfe diese Einsatzstelle nochmal. Ich sehe hier weiterhin keine Brandentwicklung. Eigentlich Felix, NEF. Warum? Wenn du mal nachdenkst, das ist weg. Will das nicht in der Basis stehen. Keine Ahnung, wo das rumdümpelt. Felix, sag mal, wo dein scheiß NEF steht. Das ist voller Lolz. Ja? Jetzt muss ich gucken, wie ich die Person da unterm Schreibtisch wegkriege. Sitzt da eigentlich gerade einer auf dem Klo? Warum? Der Bude da, wo die DLK stehen hat. Ja, aber das Klo ist leicht überdimensioniert. Ja, wollte ich gerade sagen, Alter, das sieht ein bisschen groß aus. So, komm, jetzt setz das Ding mitten auf der Bundesstraße ab. Boah, der trägt das Kind aber gut. So, und ich würde einfach mal aus Langeweile sagen. Ja. Schon wieder. Wieder? Wow, geht das schnell rum hier in die Welt. Ja, und ob wir uns das nächste Mal wiedersehen, ist es euch überlassen. Auf Wiedersehen! Adios!